habe ich auch das Gefühl, dass die meisten das Video deswegen gucken, weil ich einfach die ganze Zeit irgendeinen Nonsens quatsche. Weißt du, das weiß ich nicht. Ich fühle mich darauf sehr diskriminiert und herablassen. Nee, das war falsch, egal. Alter, wie ich fahre. Aber du merkst auch eigentlich gar nicht, wie schnell der Bus hier auf 360 ist. Also das ist ja, da drückst du einmal das Gaspedal und wusch, weg bist du. Weg bist du, nicht weg bist du. Ich mag die Innenanzeige, das finde ich cool. Ist natürlich, ist ja nochmal gut gegangen. Oh, naja. Ich finde die Innenanzeige cool. Ist natürlich blöd, dass die Schrift dann noch ein bisschen rausgeht, aber da müsste man einfach nur das Textfeld verschieben, beziehungsweise den String entsprechend formatieren, dann dürfte das gehen. So, sind das parkende Autos oder stehen die einfach nur im Weg? Das sind tatsächlich parkende Autos. Sind das Schweine? Ja, so geht's natürlich nicht. Ach, scheiße, ich werde meinen Bus gleich verpassen. Das ist eine sehr spontane Umsichtaufnahme übrigens. Und leider werde ich höchstwahrscheinlich deswegen meinen Bus verpassen. Naja. Werde ich halt eine Stunde früher. Wir haben ja einen soliden Takt hier. Brems, 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 brems. Puh. Das könnte eng werden beim Rausfahren. Machen wir mal gerade hier ein bisschen. So. Weißt du, der mit Hindernis auf seiner Straßenseite bleibt ja gefälligst hinter dem Hindernis stehen. Lernst ja auch in der Fahrschule. Aber das ist wohl so, sobald man einen Führerschein hat, dann vergisst man einfach wieder alles. Ich habe auch letztens gesehen, wir fahren so feuchtfröhlich mit dem Auto umher auf einer Straße, einer zweispurigen Straße, die in eine vierspurige Straße endet, mündet, meine ich, mit Radweg von links und rechts. Also ein Radweg in beide Richtungen. So, und ich guck so, da standen viele Bäume, ich guck so, ich dachte, da hätte ich irgendwas gesehen. Ich bin dann natürlich vorsichtiger gefahren, was langsamer. Und dann kam da so eine Oma, Oma ist das falsche Wort, so eine Mitte, Ende 50, schätze ich die. Ich habe es auch nicht genau gesehen. Kam dann da den, also es war leicht abfällig, kam da runtergeschossen mit locker 30 km/h und versuchte dann mit den Füßen zu bremsen. Ohne Scheiß. Naja, das dachte ich auch nur. Okay. Das ist gut. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Es war so ein kleiner Stadtschlenker. Ich verstehe. Halt, bei dieser Beschleunigung ist es so schwer, in den Kurven entsprechend zu lenken. Aber die Beschleunigung ist gar... Huch! Was war das denn gerade? Ist geil, ist geil. Ich habe die Tage jetzt nochmal Battlefield gespielt. Ich mache das ab und an mal, wenn ich Langeweile habe oder auch jetzt in letzter Zeit wieder verstärkt. Weil das Problem ist ja bei den Omsi-Aufnahmen und so, das reicht ja nicht, wenn du die 30 Minuten, die du effektiv aufnimmst, am Stück hast, weil du brauchst mindestens 1,5 Stunden für eine vernünftige Aufnahme, weil ich kann es mir nicht leisten, dass ich Videos, die ich aufgenommen habe, ungerendert auf der Platte liegen lasse. Das Problem dabei ist nämlich, wenn ich dann Zeit habe, um aufzunehmen, aber nicht um zu rendern, dann ist auf einmal die Platte voll und dann habe ich richtig die Scheiße am Lampen. Naja, jedenfalls, das spiele ich dann immer so, weiß ich nicht, so 30 Minuten, 45 Minuten zwischendrin, wenn es dann passt. Also nicht immer, also manchmal. Ja, und jedenfalls dann gestern wollte ich mit einem Kumpel spielen. Wir wollten uns halt den Heli holen. Und ich denke, einige von euch werden davon ein Lied singen können. Sowohl von der Seite, die ich jetzt chille, als auch von der Gegenseite. Naja, und dann ist er halt nicht raus. Ist dann mein Kumpel in den Heli direkt gespawnt. Ich wollte auch. Stand dann aber auf einmal vorm Heli, ja. Da war dann ein anderer Typ drin. Hat in den Chat geschrieben, ja, kannst du bitte aussteigen? Wir würden gerne hier zu zweit spielen. Dann ja, keine Reaktion. Okay, liest er vielleicht den Chat nicht. Ist nochmal geschrieben. Gut, ich so, gut. Dann tanzen wir ihm einfach vorm Heli rum. Ich also vorm Heli die ganze Zeit hin und her gesprungen, locker 3 Minuten lang. Der Typ war vollkommen unbeeindruckt, ist nicht ausgestiegen. Hat sich aber anscheinend auch nicht gewundert, warum der Heli nicht abhebt. Naja, und dann, gut, hatte ich Schnauze voll, weil sowas nervt mich halt. Ich meine, du hast an den Stats auch gesehen, dass der Typ den Heli, weiß ich nicht, üben ist ja okay, aber die Stats waren eine Katastrophe. Jedenfalls, wir wollten halt gerne spielen und ich war auch sowieso schon ein bisschen angenervt. Naja, und dann hatte ich halt keinen Bock mehr. Dann habe ich mir das Little Bird geholt, also für die, die es nicht wissen. Das ist so ein kleiner, ja, es geht in die Richtung Transport-Heli, also was Kleines mit einem mit einer Minigun vorne dran und das war's. Und dann habe ich die genommen und die in den Helikopter, der da stand, gecrashed. Dann ist mein Kumpel rausgesprungen. Der Heli hatte noch 4%.
ist der Typ abgehoben und direkt wieder abgestürzt. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, bis er dann keinen Bock mehr hatte. Hatten wir aber auch keine Lust mehr. Weißt du, das sind so... Weiß ich nicht. Das dürften einige von euch kennen, die Battlefield spielen oder vielleicht auch nochmal zugesehen haben. Das sind so einfach die Momente, wo du das Spiel dann ungeschwitzt in den Boden rammen könntest, samt der ganzen Community. Was da auch so krass ist, ist dann inzwischen... Also, wo ich angefangen habe mit Battlefield spielen, das war okay. Also, da, das war auch von der Hackerzahl, war übersichtlich. Gibt's immer und überall, gar keine Frage. Aber es war halt alles in allem, war es in Ordnung. So, und dann, jetzt hatte ich dann vor ein paar Tagen wieder einen. Nein, der hat mich dann instant, ich spawn und bin sofort tot. Und das nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Ging auch im Chat schon wieder Polka. Und dann habe ich geguckt, was ist denn das für einer? Ja, sein Profil war dann Prestige Rang 8, also 45 plus 8 ist, weiß ich nicht, 53. Ja, egal. Nee, müsste 54 sein, weil Prestige 0 auch noch ein Rang ist. Egal, ist ja auch gar nicht so wichtig jedenfalls. Ziemlich viele Punkte braucht man dafür. Ich habe da, glaube ich, über 120 Spielstunden für gebraucht. Naja, und er hatte dann 23 Spielstunden. Auf 1800 Punkte die Minute. Einfach mal gepflegt. Hey, komm. Mit einer Präzision von 30% und einer Win-Lose-Ratio von, ich glaube, 0,8 waren es. Also 1,8 in dem Fall dann. 0,8 in Prozente. Naja, dann weißt du auch gleich wieder, an wem du gelandet bist, weil... Also sowas finde ich ja zum Abkotzen. Weil es ist ja nicht nur so, man betrügt sich ja mit Hacken nicht nur selber, sondern man versaut damit ja auch anderen Spielern tatsächlich den Spielspaß. Also wenn es nach mir ginge, würde jeder Hacker, der gefunden worden, gefunden wird, beziehungsweise aufgedeckt wird, dass er hackt, würde jeder Hacker eine Anzeige kriegen. Also das ist, weil es ist ja nicht nur halt ein Erschleichen von Spieleleistungen, also Leistungen, die man gar nicht erzielt hat, das ist ja dann, du kriegst dann ja auch Belohnungen, natürlich alles nur in-game und nichts Besonderes und nichts, was die Welt verändert, aber halt, es geht ums Prinzip, ne, und dann... Also wenn es nach mir ginge, würde jeder Hacker eine Anzeige kriegen. Und jeder Polizist, der hier nutzlos an der Ampel rumsteht. Alter, meine Kniescheibe ist so kaputt, ich weiß nicht, was da los ist. Die tut so übertrieben weh und ich habe so das Gefühl, die ist einfach an der falschen Stelle. Die ist viel zu hoch. Weißt du, ich kann keine halbe Stunde kann ich sitzen, ohne dass die wieder anfängt zu brennen. Also so, es ist so, als würde jemand so eine Nadel nehmen und da so, die so langsam rein und raus und rein und raus... Weißt du? Also so eine richtig fette Nadel, nicht so was Kleines, sondern so, dass so richtig noch platscht beim... Okay, lassen wir das. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, das ist echt, boah, das ist eine Katastrophe. Und jetzt fahr! Alter, das gibt's doch nicht. Komm. Miep, 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 miep. Wohltorfer Straße, sind wir da überhaupt schon laut Ibis? Ja, tatsächlich. Das könnte sehr eng werden. Äußerst eng. Ich versuche jetzt da links dran vorbeizufahren, denn wir werden hier niemals wegkommen. Das ist jetzt meine Gelegenheit. Hoffentlich hat der noch nicht grün da hinten. Scheiße, ich habe ihn doch mitgenommen. Naja, herzlich willkommen zum Let's Crash Omsi, der Omnibus Simulator. Wir haben einen Bus, der von 0800 in 30 Sekunden... Nee, das ist dumm. Egal. Scheiß drauf. Naja, ist dumm gelaufen, aber... Was hätte es auch gebracht, als noch ewig rumzustehen? Wahrscheinlich nichts außer Verspätung und Frust. Deswegen... Ist doof gelaufen jetzt, aber... Schick, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Boah. Meine Fresse, fahr doch mal. Diese Leute und auch die KI, das ist ja durchaus realistisch, die ihr Auto dann um die Ecke tragen. Da kriege ich Plack, da kriege ich Karies. Boah. Klar, man muss nicht mit 180 in die Kurve, aber es müssen auch keine 5 km/h sein. Boah, weißt du, also da fällt mir nichts mehr ein, ehrlich. Also. Da. Da könnte ich mir einfach nur wieder den Baseballschläger nehmen und die Windschutzscheibe einschlagen. Also bei so geballter Dummheit, das ist echt, also sorry, aber da fällt mir wirklich nichts mehr ein.
So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich Verspätung, wie wir oben rechts, links sehen. Oben Mitte ungefähr. Ja, entspannt euch mal da hinten. Wir haben es eilig. Oh, 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 oh. Ah, gut, ja, perfekt. Ich bin gut übrigens. Ich bin Profi. Ich fahre auch in echt Stuntlinienbusse. Ist nicht mein Hobby, ist meine Berufung. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Also, wer das nicht kennt, Stuntlinienbusse, das sind so, weiß ich nicht, Linien, die halt dann mal über Schluchten springen oder, weiß ich nicht, an Bahngleisen halten. Also auf den Gleisen bei Zugverkehr. Boah, das war so schlecht, ne? Unglaublich. Unglaublich schlecht. So, jetzt einmal ein bisschen hier, schneller hier. Nee, kann ich nicht, außer sie wollen Verspätung haben. Also ich muss nochmal betonen, ich finde den Boden äußerst gelungen. Finde ich sehr schick. Gefällt mir echt gut. Ach, warum macht er keine Sammelbestellung, ihr Blödschköppe? So, hier links, das sind Gott sei Dank nur parkende Autos. Huch, war das schon vorher da? Das ist gerade gespawnt. Na, egal. Naja, aber so weißt du, so Auto um die Ecke tragen ist eine Katastrophe für mich. Also das finde ich wirklich zum Abkotzen. Es gibt im Straßenverkehr wenig Schlimmeres, jetzt mal abgesehen. Ja, bla bla, Straftat. Ja. Bremst gut der Karren. Es gibt im Straßenverkehr für mich wenig Schlimmeres als, natürlich abgesehen von Taten, also von Dingen, die wirklich den Strafbestand erfüllen. Aber davon wollen wir gar nicht reden. Aber Auto um die Kurve tragen, Alter, krieg ich. Weiß nicht, da krieg ich Pickel auf den Karies. Also, das ist. Das ist dann aber auch Julian in Action, ne? Also, weiß ich nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe von dem Tankstellenwart. Sollte jetzt auch nicht weiter erläutert werden. Für die Insider, die sie kennen, vielleicht erzähle ich sie irgendwann mal, wenn ich sie nicht schon erzählt habe. Aber das war harmlos dagegen. Also, nur so. Nur so als Hinweis mal, ne? Boah, ich hab Hunger, Alter. Ich bin von der Schule gekommen, hab nichts zu Mittag gegessen, hab sofort die Aufnahme angeworfen. Natürlich, nachdem ich Map und Bus runtergeladen hatte, beziehungsweise Bus hatte ich ja schon, muss ich nur installieren. Für die Runde mit dem N2 habe ich mir übrigens auch passende Repaints runtergeladen. Das heißt, wir werden nicht mit diesem ollen Standardlack fahren, das muss natürlich nicht sein. Stattdessen schmeiße ich mal eben das Mikrofon zur Seite. Gar kein Problem. So, fahr doch, ist doch alles frei. Bauer. Mann. Also Bauer als Geisteszustand, nicht als Beleidigung. Finde ich aber cool, dass die Leute einfach so eiskalt hier rüberlatschen. Ist cool gemacht. So. Ist jemand gedrückt? Ja, ne? Huch. Ja, tatsächlich. Ich finde es äußerst verstörend, dass man bei dem Bus erst die Haltestellenbremse für die hintere Tür reinmachen muss. Macht natürlich Sinn, aber die könnte natürlich auch einfach automatisch reinflanschen, wenn man den Türtaster drückt im Stillstand. Aber gut, das ist natürlich auch das, was sich irgendwie jeder erhofft von meinem N2, den ich gebaut habe. Aber bei dem ist das nicht so. Da machst du nicht mal eben die Türen auf. Haltestellenbremse. Ja. Ich fordere mehr Haltestellenbremsen für die Region. Für ein besseres Deutschland. Habt ihr von dieser neuen Partei gehört? Alternative für Deutschland? Das sind ja mal die übersten Spastis, oder? Sorry, dass ich das so sage, aber die haben ja... Also die haben ja echt den Knall nicht gehört. Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt. Von der Heute-Show gab es einen Bericht, da haben die diesen Lutz van der Horst. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Auf jeden Fall, das ist auch eher so ein Pflegefall, wenn wir ehrlich sind. Also er spielt den Pflegefall. In echt ist der bestimmt ganz okay. Naja, jedenfalls hat man den... Und dann auf diese Parteiversammlung geschickt, wurde ihnen die Partei offiziell gegründet. Halt die Fresse. Offiziell gegründet werden sollte und, da haben sie dann, hat er dann jemanden interviewt, so mittleren Alters, denke ich um die 40 rum, und den interviewt und dann wurde er kurz unterbrochen, weil da so ein Opa reinkam und den ganzen Laden zusammengeschissen hat. Und in der Zwischenzeit ist der Interviewpartner abgehauen. Also das habe ich ja so gefeiert. Also, und was die da für ein Quatsch... Nee, nicht was die für einen Quatsch scheißen. Was die da für eine Scheiße quatschen. Der Euro muss weg. Da bricht ganz Europa von zusammen, wenn der Euro jetzt wegkommt. Machen wir uns nichts vor. Das ist totale Utopie. Ja, hättest mal schneller aussteigen müssen, hast jetzt Pech gehabt. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit hier. So, wo muss ich eigentlich lang?
sehe nämlich gerade nichts. Offensichtlich geradeaus. Okay. Das ist natürlich auch sehr, sehr nicht dicht hier. Boah, Alter, ich bin so ein Profi. Huch, 136, was? Wie, was? Wie, was? Nochmal. Ist doch jetzt falsch, oder? Oder er hat sich vertippt. Naja, Rheinbeck ist ja prinzipiell die richtige Richtung. Deswegen ist er wurscht. Er würstel. So, Landhausplatz. Kommen wir da jetzt auch an, laut Ibis? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Ach, schön hier. Gefällt mir gut. Nur ein bisschen, ne, ist wie gesagt eine Beta. So ein bisschen Feintuning könnte natürlich nicht schaden, aber prinzipiell sieht das doch echt okay aus hier. So, die Haltestelle ist natürlich böse. Ah, fuck. Scheiße. Das war natürlich jetzt mein Fail. Mistikack. Naja, da wie entschieden er rausrennt, finde ich gut. Was ich natürlich auch gut finde, ist, dass wir jetzt theoretisch nirgendwo mehr halten müssen. So, geht da was? Ich denke nicht. So. Ich finde auch die Anzahl der Ampeln erfreulich gering hier auf dieser Map. Das ist natürlich auch 89. Ist jetzt nicht so die ampelreichste Zeit gewesen. Also heute hast du ja für jeden Scheiß eine Ampel. Genau wie die in Polen und beziehungsweise auch inzwischen auch in Deutschland für jeden Scheiß einen Kreisverkehr bauen. Also ich warte auf den Tag, an dem sich zwei Gehwege treffen und man da einen Kreisverkehr hinbaut. Also wenn du mich fragst, ist der auch nicht mehr weit weg. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Also ehrlich. Das ist einfach... Da kriege ich Ausschlag. Da kriege ich Pickel auf den Plug. Nee, gut, das reicht jetzt mal. Das ist ja auch nicht gerade lecker. Weinberg 236. Doch, hier. So, pünktlich, Mensch. Okay. Das soll es dann von mir aus gewesen sein für heute. Es tut mir leid, dass es so ein bisschen von Stress heimgesucht wurde, diese Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ich werde das Ganze leider in zwei Folgen splitten müssen, weil ich nicht genug Zeit habe, das hochzuladen. Weil ich nebenbei noch Bioshock für jetzt irgendwie 8 Tage im Voraus hochladen muss, damit ich mal wieder mit Assassin's Creed hinterherkomme. Also das ist ein Problem. Denn YouTube hat ja irgendwas an der Größe geändert von den Videos, dass meine Videos, die ich jetzt ein bisschen kleiner gerendert hatte immer, nicht mehr in 1080 Pixel gerendert wurden, sondern nur noch in 720. Deswegen muss ich jetzt noch größer rendern, was natürlich noch größere Dateien und noch längere Rendezeit mit sich zieht. Und naja, ist Polen offen. Gut, das soll es wie gesagt von mir gewesen sein und wir sehen uns dann in der nächsten OMSI-Folge wieder. Dann hoffentlich alles etwas entschleunigt und naja, wenn ihr wollt auf dieser Map, das könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne, bis dann mal, ne? Tschüss.